Apfelkuchen vom Blech. Noch ein schnellgemachter Kuchen, wenn einen die Backlust packt. Hier kommt mein Familienrezept. Für ein Blech brauche ich 1 Kilo geschälte und zerkleinerte Äpfel, 300 Gramm Mehl, 300 Gramm weiche Butter, 6 Eier, 300 Gramm Zucker und einen Beutel Backpulver. Der Backofen wird auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Als erstes trenne ich die Eier. Das Eiweiß schlage ich zu Eischnee. Es darf sich absolut kein Eigelb in dem Eiweiß befinden, sonst wird es nicht fest. In eine zweite Schüssel gebe ich die weiche Butter, das Mehl, den Zucker, das Backpulver und die Eigelbe. Die Zutaten verrühre ich zu einem Teig. Den Eischnee ziehe ich mit einem Teigschaber unter. Mit dem Handmixer wäre es einfacher, aber der würde die luftige Struktur komplett zerstören und der gewünschte Effekt wäre dahin. Den fertigen Teig gebe ich auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Verteile ihn gleichmäßig und lege dann die Apfelstücke darauf und drücke sie etwas in den Teig hinein. Das Blech gebe ich in den vorgeheizten Backofen und lasse den Kuchen 30 bis 35 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Schaut ruhig nach 30 Minuten mit Hilfe eines Zahnstochers nach, ob er schon gut ist. Nachdem ich das Blech aus dem Ofen geholt habe, lasse ich den Kuchen vollständig auskühlen, bevor ich ihn anschneide. Er würde sonst eventuell auseinanderfallen. Wer möchte, kann noch etwas Puderzucker darüber streuen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr unseren Kanal gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Das Abo ist kostenlos. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook oder Instagram folgen. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung oder in der Kanalinfo. Vielen Dank für euer Reinschauen und hoffentlich bis bald.